Moin Leute, was geht? Mein Name ist wieder Gamescom auf der PlayStation 4 und heute muss ich Kritik an Rockstar Games üben. Und zwar, die haben total geschlammt. Es ist ein mega Fehler, was hier entstanden ist. Das hier ist ein gepanzertes Fahrzeug. Denkste. Man kann es für $675.000 kaufen, wenn man die Heist-Mission Human Labs macht. Und zwar komplett. Das Fahrzeug ist nicht gepanzert. Es ist eine Lüge. Und deshalb werde ich auch gucken, ob ich mein Geld irgendwie zurückbekomme. Wie ihr seht, kann ich die Scheiben total leicht zerschießen. Und selbst wenn ich jetzt hier bin und direkt auf den Kopf ziele, ein Schuss und der Insasse ist tot. Ihr habt richtig gehört, tot. Ein gepanzertes Auto, was kein Panzerglas besitzt, ist eine Täuschung. Und ich wurde getäuscht von Rockstar Games. Und deshalb möchte ich mein Geld zurückhaben. Und zwar möchte ich, dass ihr, dass Rockstar Games sich meldet. Verbreitet dieses Video, damit Rockstar Games an diesem Fehler arbeitet. Wenn Rockstar Games sich nicht meldet, ich werde auch noch Rockstar Games eine E-Mail schreiben und so, dass ich mein Geld zurück will. Leicht gepanzert. Das ist nicht gepanzert. Es hat kein Panzerglas. Ein Fahrzeug, was kein Panzerglas hat, ist nicht gepanzert. Das ist eine Täuschung. Und deshalb möchte ich mein Geld zurück. Ich möchte meine ganzen $675.000 zurück. Und deshalb möchte ich, dass ihr euch meldet. Ich gebe euch auf jeden Fall 2 Wochen Zeit. Und ich habe viel Zeit investiert für diese Mission, damit ich dieses Fahrzeug habe. Ich dachte endlich mal, ein gepanzertes Fahrzeug. Denkste, mein ganzes Geld ist weg. Nur wegen diesem Scheiß, was nicht funktioniert. Also Rockstar Games, meldet euch, ich gebe euch 2 Wochen, sonst Anwalt. Und ich meine das ernst. Ich verklage euch und will meine Kohle und euch gebe ich die ganzen Anwaltskosten. Weil so was kann nicht sein. Das ist Betrug, Leute. Und das dürft ihr euch als Spieler nicht gefallen lassen. Das darf man sich nicht gefallen lassen. Das darf man sich wirklich nicht gefallen lassen. Verbreitet das Video. Auf dieses Video ist keine Werbung geschaltet. Meldet euch Rockstar Games, so werde ich das Video nennen. Und verbreitet es. Teilt es. Schreibt Kommentare auf Rockstar Games YouTube-Kanälen. Damit dieses Auto, dass dieses Glas endlich mal hier gepanzert ist. Weil das ist Verarsche. Und da reagiere ich sauer. Weil ich will meine Kohle zurück. Oder ein Update kommt raus und diese Scheiben sind gepanzert. Sonst will ich meine Kohle oder ich gehe zum Anwalt. So. Ich denke, das ist auch nicht überreagiert, was ich hier mache, weil das ist einfach Betrug, was Rockstar macht. Und das finde ich richtig scheiße. Also Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Gamescom auf der PlayStation 3 und Rockstar Games behebt diesen Fehler von diesen Fahrzeugen, dass das gepanzertes Glas ist. Weil das darf nicht sein. 2 Wochen gebe ich euch Zeit und dann werde ich zu meinem Anwalt gehen und das Geld von euch zurückverlangen. Haut auf jeden Fall rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Gamescom auf der PlayStation 4. Ciao.